Wir kommen zum Abschluss der Vorlesung und befassen uns mit Maurice Merleau-Ponty, 1908 geboren, 1961 gestorben. Paul Ricoeur, ein wichtiger französischer Philosoph, hat Merleau-Ponty hatte eine glatte akademische Karriere. Nach Promotion und bzw. Habilitation wurde er Professor für Philosophie in Lyon, übernahm dann einen Lehrstuhl für Kinderpsychologie und Pädagogik an der Sorbonne. Inwiefern man ihn für einen solchen Lehrstuhl für geeignet halten konnte, werden Sie aus der Darstellung der Werke ersehen. 1952 wurde er ans Collège de France, die renommierteste Wissenschaftsinstitution Frankreichs, gewählt, wo er 1953 seine Antrittsvorlesung Éloge de la Philosophie, Lob der Philosophie, hielt. Und er lehrte an diesem Collège de France bis 1961, bis zu seinem Tode. Die glatte akademische Karriere hat vielleicht ein Pendant in einer Äußerung, die er einmal tat über sein Verhältnis zur Philosophie. Und zwar in der Zeit, als er das Gymnasium besuchte, zunächst in Le Havre und dann in Paris, kam die Stunde, wo er eine in die Philosophieklasse kam. Und rückblickend bekennt er: An dem Tag, da ich in die Philosophieklasse eintrat, wurde mir klar, dass ich Philosophie treiben wollte. Weder damals noch später gab es darüber das leiseste Zögern. Und er hat übrigens gelegentlich jene Antrittsvorlesung 1953, Lob der Philosophie, Stendhal zitiert, dass es ein Glück sei, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf hat. Das erste große Werk von Merleau-Ponty, Die Struktur des Verhaltens, erschien 1942. Das Buch war bereits 4 Jahre vorher fertig geworden. Thema ist das Verhältnis des Bewusstseins zur Natur. Und wir werden heute sehen, dass dies in gewissem Sinn sein ständiges, sein Dauerthema war. Sein Denkweg zeichnet sich insgesamt durch hohe Kohärenz aus. Merleau-Ponty beginnt mit der Charakterisierung einer Alternative, wie das Verhältnis zur Natur verstanden wird. Einerseits hat man den scientistischen Standpunkt, andererseits einen intellektualistischen. Der Scientismus sagt, na, Natur, das ist ja klar, was das ist, ist aufgebaut aus bestimmten Elementen und unser Verhältnis zur Unser Verhältnis zur Natur resultiert daraus, dass die Natur auf uns einwirkt und ist zu erklären nach dem Muster von Reiz und Reaktion, Stimulus und Response, wie der Behaviorismus sich das vorstellt. Auf der anderen Seite steht die intellektualistische Position, die sagt, wenn ihr von Elementen sprecht, aus denen die Körper, aus denen die Naturdinge aufgebaut sind, so sind diese Elemente ja schon Konstruktionen unseres Verstehens, unseres begrifflichen Apparates, unseres Bewusstseins. Also liegt in Wahrheit dem, was ihr Scientisten da als das Ursprüngliche behauptet, schon als noch ursprünglicheres das Bewusstsein zugrunde. Letztlich ist die Wirklichkeit unser Konstrukt, ist ein Bewusstseinsprodukt. So die beiden kurrenten Positionen, die Merleau-Ponty zu unterlaufen unternimmt. Er wählt als Schlüsselbegriff, um das Verhältnis Bewusstsein-Natur zu klären, den Begriff des Verhaltens. Oder er bezieht sich auf das Phänomen unseres Verhaltens. Und er meint, das Verhalten weder nach dem einen, dem scientistischen,
Modell, Reizreaktion, noch nach dem anderen, dem intellektualistischen Modell, alles erklärt sich aus Bewusstseinsakten, verstanden werden kann. Nun, warum scheitert das behavioristische Modell? Malaponty weist darauf hin, dass Stimuli deswegen nicht ausreichen, um unser Verhalten zu erklären, weil unser Verhalten sich wesentlich in der Wahrnehmung von der Welt oder von Dingen, sich wesentlich auf Strukturen oder Gestalten bezieht, aber Strukturen oder Gestalten senden als solche keine Stimuli aus. Nach der Stimulustheorie können nur die Elemente der Gestalten oder Strukturen solche Reize aussenden. Das ist übrigens ein Argument, das noch heute in der KI-Forschung sehr wichtig ist. Das Interessante ist, dass unser Wahrnehmungsleben, unsere Auffassung der Dinge, der Gegenstände, der Welt wesentlich durch Strukturen und Gestalten geprägt ist, aber ein Computer eben als der mögliche Ausführer von künstlicher Intelligenz ist zunächst nicht in der Lage, so etwas wie Strukturen oder Gestalten zu erkennen, sondern er kann nur Elemente sortieren. Also, da unser Verhalten wesentlich nicht nur durch Elemente, sondern vor allem durch die Auffassung von Strukturen und Gestalten bestimmt ist, scheitert die Reizreaktionstheorie, um unser Verhalten zu erklären. Malaponty's Antwort in Bezug auf die zweite Position, die intellektualistische Position, die sagt, dass eben das Bewusstsein entscheidend sei, lautet: Damit kommt ihr zu früh, denn das Bewusstsein ist kein ursprüngliches Phänomen, sondern Bewusstsein entwickelt sich aus dem Verhalten, entwickelt sich aus der ständigen Auseinandersetzung des Organismus mit seiner Umwelt. Also kann man diese Auseinandersetzung selbst nicht aus dem Bewusstsein erklären. In jenem Werk setzt sich Malaponty sehr umfangreich mit den vorhandenen wissenschaftlichen Theorien auseinander, umfangreicher als in späteren Werken, obwohl auch dort noch der Umfang der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Theorien für philosophische Schriften jedenfalls beträchtlich ist. Malapontys Auffassung ist die, dass Strukturen und Gestalten nicht etwa durch das Bewusstsein in das, was uns entgegentritt, hineingetragen werden. Wäre es so, so würden ja die Bewusstseinstheoretiker wunderbar diese für unser Verhalten entscheidende Seite erklären können. Malaponty will uns nahebringen, dass Struktur und Gestalt schon Gehalte der Wirklichkeit selber sind. Die Wirklichkeit selber trägt Strukturen in sich, besitzt Gestalt. Und unser Verhalten folgt diesen Gestaltvorgaben und Strukturvorgaben und nicht bloß den Reizen. Kurzum, er spricht davon, dass Strukturen Gestalt die Organisation der Wirklichkeit selbst ausmachen. Auch wenn wir das im Einzelnen noch nicht verstehen, will ich Sie darauf hinweisen, dass daran ein Motiv ablesbar wird, das seinen ganzen Denkweg charakterisiert. Malaponty ist bemüht, herauszufinden, was den Dingen der Welt, der natürlichen Welt, als solcher schon eignet und worauf wir reagieren oder womit wir verbunden sind. Er will dieser Alternative, also der klassischen Phänomenologie, die bei allem, was uns begegnet, sagt, es sei eine Konstitutionsleistung des Bewusstseins, entgehen. Von daher steht diese Schrift kritisch zur Phänomenologie. Die Phänomenologie eben meint, dass Phänomene Konstitutionsleistungen des Bewusstseins sind. Er aber meint,
dass er durch seine Analyse aufzeigen kann, dass unseren Bewusstseinsleistungen schon etwas vorausliegt an den Dingen selbst oder in der Wirklichkeit. Dass unsere entsprechenden Bewusstseinsakte durch diese Strukturen und Gestalten der Wirklichkeit selbst zumindest motiviert sind. Wir tragen das nicht einfach hinein. Also eine organisierende Tätigkeit der Wirklichkeit selbst ist ins Auge zu fassen, und das verlangt eine Tieferlegung der Phänomenologie vorzunehmen, tiefer als die Bewusstseinsphänomenologie das gesehen und getan hat. Dieser Punkt bildet dann auch die Einleitung des nächsten Buches der Phänomenologie der Wahrnehmung von 1945. Das Buch ist insgesamt das wohl wichtigste von Merleau-Ponty, und Thema ist natürlich in erster Linie die Wahrnehmung, aber es beginnt mit einer Einleitung, in der das Verhältnis der folgenden Untersuchung zur Phänomenologie erörtert wird. Der erste Satz lautet: Phänomenologie, was ist das? Und seine Antwort ist im Übrigen die, dass die Phänomenologie längst vor Husserl begonnen hat, etwa schon bei Hegel und bei anderen finden sich phänomenologische Zugangsweisen, und dass sie bei Husserl, der als der Begründer und Vater der Phänomenologie gilt, noch längst nicht ihre abschließende Antwort gefunden hat. Zunächst bezieht sich Merleau-Ponty auf Husserls Parole zu den Sachen selbst. Und Sie werden gleich sehen, dass seine Erläuterung dieser Frage uns über Husserl hinausführt. Die Parole, sagt er, die Sachen selbst, ist zunächst eine Absage an die Wissenschaft. Wenn Husserl, der späte Husserl, sagen will zu den Sachen selbst, dann will er sagen, wir müssen zurückgehen über die Konstrukte der Wissenschaft auf die Lebenswelt. Ich zitiere Merleau-Ponty: Das Universum der Wissenschaft gründet als Ganzes auf dem Boden der Lebenswelt, und so gilt es allem voran, auf jene Welterfahrung zurückzugehen, deren bloß sekundärer Ausdruck die Wissenschaft bleibt. Zurückgehen auf die Sachen selbst heißt zurückgehen auf diese aller Erkenntnis, aller objektiven Erkenntnis, vorausliegende Welt, von der alle Erkenntnis spricht und bezüglich deren alle Bestimmung der Wissenschaft notwendig, abstrakt und sekundär bleibt. So wie Geographie gegenüber der Landschaft, in der wir alle erst lernten, was dergleichen wie Wald, Wiese und Fluss überhaupt ist. Das ist eine bestimmte Auslegung des Husserlschen Motivs, Rückgang von den Konstruktionen der Wissenschaft auf das eigentliche Fundament der Lebenswelt, der lebensweltlichen Erfahrung. Es ist nicht ganz die Weise, wie Husserl das verstanden wissen wollte. Husserl wollte das weniger konkretistisch verstanden haben, als Merleau-Ponty es hier interpretiert. Also das erste Motiv: Rückgang von den Konstruktionen der Wissenschaft auf die Erfahrungsweisen, in denen wir allererst Kenntnis von Dingen überhaupt gewinnen. Er sagt in einer Kritik von Husserls Lehre der Reduktion: Reflexion ist radikal nur als Bewusstsein der Abhängigkeit ihrer selbst, Abhängigkeit der Reflexion, von dem unreflektierten Leben, in dem sie erstlich, ständig und letztlich sich situiert. Also der Hinweis auf etwas, was erstens der Grund ist, auf dem alles Wissenschaftstreiben aufruht und was auch nicht ausschöpfbar ist durch die Wissenschaft. Er nennt das auch die natürliche vorprädikative Einheit der Welt und unseres Lebens,
Und diese, sagt er, erscheint deutlicher als in der objektiven Erkenntnis, in unserem Wünschen und Schätzen und in unserer Umwelt, die gleichsam den Grundtext liefert, den unser Erkennen in eine exakte Sprache zu übersetzen sucht. Jene ursprüngliche Welt drückt sich deutlicher aus, als es im begrifflichen Vorgehen der Wissenschaft der Fall ist, in so etwas wie Wünschen, vielleicht auch in Emotionen, im Schätzen, in unseren Schätzungen, in unseren Wertungen. Die sind der ursprünglichen Verfassung näher als die abstrakten Konstruktionen der Wissenschaft. Unser Erkennen versucht, diesen Grundtext der natürlichen Welt in eine exakte Sprache zu übersetzen. Aber der Bezug zur Welt, der unermüdlich in uns sich ausspricht, ist nichts, was je Analyse zu größerer Klarheit brächte. Die Philosophie kann ihn, diesen Bezug zur Welt, nur in unseren Blick und zur Feststellung bringen. Das schließt ein die Auffassung, dass dieser Grund der natürlichen Welt zwar ständig vorhanden ist, ständig tragend ist, aber dass er auch ein Stück weit unbemerkt ist. Und die Aufgabe der Philosophie ist, diesen tragenden Grund uns deutlich zu machen, ins Bewusstsein zu rufen oder in den Blick zu bringen. Die Aufgabe ist nicht, ihn zu größerer Klarheit zu bringen. Denn zu größerer Klarheit als der, die er ohnehin schon hat, auch wenn wir darauf nicht immer achten, ist er gar nicht zu bringen durch das Übersetzen in objektive Erkenntnis. Dieses vielmehr verfremdet die ursprüngliche Erfahrung. Das ist ein Motiv, das übrigens Wittgenstein ganz ähnlich ist, der schrieb, es gehe darum, etwas zu erkennen, was schon offen vor unseren Augen liegt, nur sehen wir es im Allgemeinen nicht. Nun, dies waren alles Zitate aus dem Vorwort. Ich sagte vorhin Einleitung, es ist als Vorwort überschrieben. Und was ist nun dieses vorprädikative Sein, dieses ursprünglichere Sein, das in der Reflexion nicht einfach aufgeht, das aber durch Reflexion, durch eigene Zuwendung zu ihm uns deutlich gemacht werden kann. Hier setzt eben die Phänomenologie der Wahrnehmung an. Merleau-Ponty beginnt zunächst zu analysieren, wie ist unser Wahrnehmen wirklich beschaffen, wobei wirklich heißt, im Unterschied zu den Vorstellungen, die wir gemeinhin darüber haben, oder den Vorstellungen, welche die Wissenschaft uns über unser Wahrnehmen erzählt. Und im Übrigen sind unsere Vorstellungen, wir werden darauf zurückkommen, die wir so haben, weithin ohnehin durch wissenschaftliche Konstruktionen über Wahrnehmung geprägt. Merleau-Ponty weist darauf hin, dass bei Herder das Wort Empfinden noch einen sehr erfüllten Sinn gehabt habe, der heute weithin verloren sei. Das Empfinden bezeichnet eine Erfahrung, in der uns nicht tote Qualitäten, sondern lebendige Eigenschaften gegeben sind. Zwei Beispiele. Ein am Boden liegendes Holzrad ist für das Sehen ganz etwas anderes als ein Rad, das eine Last trägt. Auch wenn es sich um das numerisch selbige Rad handeln würde, meint er, spielt in jedem Fall der Kontext mit herein, in dem dieses Rad auftritt. Ob es einfach funktionslos am Boden liegt oder ob es ein Rad ist, das im Verbund mit einer Konstruktion eine Last trägt. Unsere Wahrnehmung des Rades sei lebensweltlich jedenfalls, unser Empfinden des Rades sei ein anderes. Das nächste Beispiel,
eine brennende Kerze. Wenn ein Kind sich einmal daran verbrannt hat, dann ist der Anblick einer brennenden Kerze für es verändert. Es lädt nicht mehr, wie vorher, zur Berührung ein, sondern ist buchstäblich etwas Abstoßendes geworden. Worauf er hinweisen will, ist, dass in unserem Empfinden alles, was auftaucht als Gegenstand, einen Lebenswert hat. Wir erfassen die Gegenstände zunächst in ihrer Bedeutung für uns, für jene schwere Masse, die unser Leib ist, und so enthält das Empfundene stets einen Verweis auf unsere Leiblichkeit. Affinität, sagt er dann weiter, ist das zentrale Phänomen des Wahrnehmungslebens. Also wir nehmen Dinge nicht abstrakt wahr als kontextlose Gegenstände oder als Gegenstände, wie sie wären, wenn sie kontextlos wären, sondern der Kontext spielt herein. Die Wahrnehmung des Gegenstandes, zur Wahrnehmung des Gegenstandes gehört mehr als die Fokussierung bloß auf diesen Gegenstand als einen abstrakten. Zur Wahrnehmung gehört der lebensweltliche Kontext. Affinität zwischen unserer leiblichen Empfindung und dem, was wir am Gegenstand sehen oder als was wir den Gegenstand perzipieren. Im Gegensatz dazu, sagt er, ein reines Quale, also eine pure Qualität, könnte uns nur gegeben sein, wenn die Welt ein Schauspiel und der eigene Leib ein Mechanismus wäre, von welchen beiden ein unbeteiligter Geist bloß Kenntnis nähme. Vielleicht kann dieser Kontrast das Gemeinte noch mehr verdeutlichen. Das eine ist, dass er sagt, Gegenstände werden immer mit Bedeutung wahrgenommen und diese Bedeutung ist eine aus dem Kontext des Lebens. Was er damit zugleich verbindet ist, dass dieser Kontext des Lebens, der zwischen uns und dem Gegenstand vermittelt, so ist, dass er durch den Leib vermittelt ist. Gebe Ihnen das Zitat noch einmal. Die schwere Masse, die unser Leib ist, die amorphe Masse, die etwas unklare Masse, etwas träge, aber auch gefüllte Masse, die unser Leib ist. Die Bedeutungen, die wir den Gegenständen zuschreiben, sind nach einer Äquivalenz mit leiblicher Erfahrung zugeschrieben. Die leibliche Erfahrung ist das Bindeglied und das Mittel. Nicht nur unsere Sinne sind ein Mittel, um die Gegenstände wahrzunehmen, sondern die leibliche Erfahrung, die leiblichen Bedeutungen, die wir kennen, eben Leichtigkeit oder Last oder Schmerz, also Last, wie im Beispiel des einen Rades, oder Schmerz, oder zunächst die Verlockung, dass man zugreifen will bei der Kerze und dann die Schmerzerfahrung. Diese leiblichen Prägungen prägen unsere Wahrnehmung mit. Und aus diesen leiblichen Prägungen, auch Erfahrungen, ist der Bedeutungshorizont gebildet, in dem die Dinge auftauchen und die Dinge sind, die sie lebensweltlich sind. Hingegen, ein Ding ohne Kontext, also Bedeutung, ein Ding ohne Leiblichkeit, so wie etwa die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, ihren Zugang und ihr Dingverständnis wählt, ist nur möglich, wenn die Welt gesehen wird als ein Schauspiel, was uns prinzipiell nichts angeht, wir sind nicht Betroffene der Dinge der Welt, wenn der eigene Leib nur ein Mechanismus ist und nicht etwas, was involviert ist in die Welt, und wenn unser Geist ein unbeteiligter Geist ist, der bloß dieses Schauspiel betrachtet. Nun, Sie sehen, dass diese Gegenzeichnung, die am Anfang in der Charakterisierung der Phänomenologie auftauchte, die Gegenzeichnung zwischen objektiver Erkenntnis oder wissenschaftlichem Zugang
und lebensweltlicher Erfahrung, auf die zurückgegangen sei, auch hier für die Wahrnehmungscharakterisierung entscheidend ist. Und nun dreht er den Spieß sozusagen um, wendet das Gesagte gegen die Wissenschaft. Er sagt, dass de facto jahrhundertelang Wissenschaft und Philosophie von dem ursprünglichen Glauben der Wahrnehmung getragen waren. Die Wahrnehmung öffnet sich auf die Dinge hin. Das ist seines Erachtens der Grundzug, von dem aus zu gehen ist. Wir kennen Dinge, wir kennen die natürliche Welt durch die Wahrnehmung. Und zwar durch diese leibliche und bedeutungsverbundene Wahrnehmung. Das ist die primäre Welterschließung. Und auf dieser primären Welterschließung basiert die Wissenschaft. Die Wissenschaft, wenn sie sich einen Gegenstand greift, greift ihn heraus aus diesem lebensweltlichen Kontext und behandelt ihn nach ihren eigenen Gesichtspunkten und Verfahren. Aber das Fatale der Wissenschaft, meint er, im Stile Husserls, noch immer, dass die Wissenschaft diesen Ursprung und dieses Angewiesensein ihrer bezüglich der Gebung der Objekte vergisst. Die Wissenschaft tut so, als würde sie sich autonom aus eigener Kraft auf Gegenstände beziehen. Sie vergisst, dass sie sich nur auf Gegenstände beziehen kann, die zunächst eine lebensweltliche Konstitution haben. Und Merleau-Ponty versucht auch zu erklären, wie dieses Vergessen zustande kommen kann. Die Wahrnehmung sei verbunden mit so etwas wie Seinsglauben oder Seinsgarantie. Wenn wir Dinge wahrnehmen, gehört zu diesem Wahrnehmen die Garantie, dass diese Dinge real sind, dass sie sind. Also ist das Sein der Dinge durch die Wahrnehmung garantiert. Ja, wenn das Sein der Dinge längst garantiert ist und ich mich als Wissenschaftler darauf beziehe, dann muss ich mich ja auch wissenschaftlich um das Sein nicht mehr kümmern. Das ist ja durch die Schicht der Wahrnehmungswelt garantiert. Richtig. Nur vergisst die Wissenschaft dann eben, dass sie sich auf etwas verlässt und sie kann es vergessen, genau weil sie sich darauf verlassen kann. Das Sein ist so sehr garantiert, dass die Wissenschaft es wirklich vergessen kann, nicht beibringen muss und dann meinen kann, aufgrund dieses Vergessens, dass die Dinge eigentlich und ursprünglich das wären, so jedenfalls in der neuzeitlichen Wissenschaft, das wären, als was sie durch die Wissenschaft bestimmt werden. Dann kommt es dazu, dass das Empfinden, also in dieser wissenschaftlichen Perspektive, abgelöst von Affektivität und Motorik zur bloßen Rezeption einer Qualität wird, also das übliche wissenschaftliche Vorstellungsmodell, im Empfinden habe ich nur einen Reiz, der vom Gegenstand ausgeht und der von mir rezipiert wird. Rezeption einer gewissermaßen nackten Qualität. Und die Physiologie glaubte die Projektion der Außenwelt ins Innere eines lebenden Wesens vom Empfänger bis in die Nervenzentren verfolgen zu können. Der also entstellte lebendige Leib war nicht mehr mein Leib, sondern nur mehr ein Gegenstand unter anderen. Also nicht nur die Dinge werden verändert, indem sie zu bloßen Qualitäten, vielleicht auch Quantitäten, gemacht werden, abgelöst von den Bedeutungen, die sie im Horizont von Affektivität und Motorik haben, sondern auch die Interpretation des Leibes wird verändert. Der Leib ist dann selbst nur ein Gegenstand unter anderen. Prinzipiell nicht anders als ein Pult, ein Tisch, ein Fahrrad. Und dann kann man in wissenschaftlicher Perspektive eben die Prozesse dieses Leibes als Rezeptionsprozesse über Nervenstrukturen und dergleichen verfolgen. Und schließlich wird drittens auch verändert die Subjektivität. Die Subjektivität wird im Bild dieser Wissenschaft zu einem innerlichen ohne Äußerlichkeit, zu einem unbeteiligten Zuschauer, einem reinen Zuschauer.
er fasst diesen Abschnitt folgendermaßen zusammen. In Wahrheit ist die klassische Wissenschaft eine Weise der Wahrnehmung, die ihren eigenen Ursprung vergessen hat und sich sozusagen in sich für vollendet hält. Gegen diese Lebensweltvergessenheit, sprich Fundamentvergessenheit der Wissenschaft, gilt es, Aufklärungsarbeit zu leisten. Und so sagt er, zur ersten Aufgabe der Philosophie wird so der Rückgang auf die diesseits der objektiven Welt gelegene Lebenswelt, um aus ihr Recht und Grenzen der Vorstellung einer objektiven Welt zu verstehen, den Dingen ihre konkrete Physiognomie wiederzugeben, gegenüber der abstrakten Physiognomie, die sie in der Wissenschaft erhalten, das eigentümliche Weltverhältnis eines Organismus und die Geschichtlichkeit der Subjektivität zu begreifen, nicht eine weltlose Subjektivität anzunehmen, um Zugang zu gewinnen zum phänomenalen Feld der lebendigen Erfahrung, in dem andere und Dinge uns anfänglich begegnen, zum Ursprung der Konstellation von Ich, Anderen und Dingen. Das ist sozusagen das Programm der Schrift. Gegen den Objektivismus der Wissenschaft zurückfinden zum ursprünglichen Verhältnis, zur ursprünglichen Konstellation von Ich, Anderen und Dingen, zur Gemeinsamkeit von Leib und Welt. Merleau-Pontys Ausgangspunkt, denn dies ist sozusagen das Programm gewesen der Schrift, Merleau-Pontys Ausgangspunkt ist bezüglich der Wahrnehmung zu sagen, das Grundphänomen ist Motorik und nicht ein Bewusstseinsakt des Ich-Denke. Motorik, also unsere leibliche Motorik, ist eine ursprüngliche Intentionalität, und das Bewusstsein ist ursprünglich nicht ein Ich-Denke-zu, sondern ein Ich-Kann. Das Bewusstsein, das ist eine Erläuterung auch noch zur alten These der Struktur des Verhaltens, dass das Bewusstsein ein abgeleitetes Phänomen ist. Das Grundphänomen des Bewusstseins sei Ich-Kann. Ich kann dies ergreifen, ich kann dies sehen, ich kann mich dorthin bewegen. Also können immer als Verhaltungen die Motorik implizieren. Und sofern die Motorik impliziert ist und nicht eine abstrahierte Sinneskapazität bloß, etwa von 5 abstrahierten Sinnen, wir werden da noch im Einzelnen darauf zurückkommen, sofern die Motorik, das sich bewegen können, impliziert ist, ist der Leib impliziert. Bewusstsein, sagt er, ist Sein beim Ding durch das Mittel des Leibes. Der Leib ist unsere Verankerung in der Welt. Ich versuche Sie langsam auf diesen ersten Grundgedanken hinzuführen. Also er spricht von einer Verankerung in der Welt. Es ist nicht so, dass wir ursprünglich abstrakte, reine Bewusstseinswesen sind, die dann einen Zugang zu Dingen über das Bewusstsein konstruieren, sondern ursprünglich sind wir der Welt verbundene Wesen und der Welt verbunden sind wir genau als leibliche Wesen und dies nicht in der Weise des Konstatierens von Weltgegebenheiten, sondern des Umgehenkönnens mit Weltgegebenheiten, in der Weise der Motorik, des sich bewegen Könnens, des Zugehen Könnens auf, des Umgehen Könnens mit. Der Leib ist es, der im Erwerb einer Gewohnheit versteht, wobei Verstehen heißt, die Übereinstimmung zu erfahren zwischen Intention und Vollzug, zwischen dem, worauf wir abzielen, und dem, was gegeben ist. Das Verstehen, will er sagen, ist nicht ein Bewusstseinsakt. Aha, ich konstatiere 5 rote Punkte und schließe dann auf, was weiß ich, komische Perlenkette. Sondern unser Verstehen der Dinge ist viel elementarer anzusetzen. Er würde sagen, ursprünglicher anzusetzen. Es ist ein
wissen, dass ich so auf dieses Ding zugehen könnend in etwa dieses erfahren werde. Wir wissen es nicht im Einzelnen, bis in die letzte Einzelheit hinein. Wir können uns auch täuschen, aber täuschen können Sie sich ja nur, wenn Sie schon eine Vermutung haben, wenn Sie schon einen Entwurf haben, was das Ding ist. Und unsere Entwürfe der Dinge sind zum Großteil gespeist aus Wahrnehmungsgewohnheiten und Vertrautheiten. Überlegen Sie sich nur einmal, wie würden Sie es machen, zu diesem Hörsaal zu gelangen? Die 100 Schritte, sagen wir mal nur, um es kurz zu machen. Wenn in jedem dieser Schritte immer alles auf dem Spiel stünde, wenn nichts sicher und verlässlich und gewusst wäre. Nein, Sie haben Ihre Motorik, Sie haben Ihre Gewohnheit, Sie haben eine ganz vage Wahrnehmung, dass dieser Boden anscheinend kontinuierlich weitergeht. Wie leicht wäre es, da ein Loch zu konstruieren unter einem solchen Linoleumboden? Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Aber Sie würden reinfallen, weil wir mit unserer Vertrautheit natürlich annehmen, aha, Grund, da marschieren wir. Insofern können uns Gewohnheiten auch irreführen oder genauer gesagt, böswillige Menschen können uns in Einkalkulierung unserer Gewohnheiten irreführen, täuschende Löcher konstruieren oder die täuschende Zeichnung eines Bodens, wo gar keiner ist und so weiter. Also weitesthin sind wir in unserem Weltbezug, basieren wir auf Gewohnheiten, verlassen uns auf Gewohnheiten, die im Schadensfall auch modifiziert werden können, denken Sie etwa an die Kerze, aber diese Gewohnheit bedeutet eine Vertrautheit mit den Dingen, ein ungefähr Wissen, was zu erwarten ist. Einigermaßen Wissen, ja, in den meisten Fällen absolut verlässlich für die Zwecke. Zu wissen, was zu erwarten ist, dass der Boden trägt eben und sie nicht hinunterfallen. Nun geht Merleau-Ponty auf zwei Beispiele ein, die uns zeigen sollen, dass unser Wahrnehmungsleben eben nicht so ist, als wären wir in der Lebenswelt wie Wissenschaftler, sondern als autonome, weltlose Subjekte Dinge erst konstatieren müssen, dann sortieren, dann verbinden, dann eine Theorie aufbauen, sich dann überlegen, wie sind meine Möglichkeiten, danach Korrespondenzen suchen zwischen dem, was in dieser konstruierten Wirklichkeit wohl erwartbar ist und dem, was ich kann, und dann probeweise mal einen Ton anschlagen. Ich sage einen Ton anschlagen, weil sein erstes Beispiel der Organist ist. Er will uns zeigen, dass unser Verhältnis zu den Dingen nicht auf solchen Kalkulationen, sondern auf einer Art selbstverständlichen sich hineinfindens in eine Vertrautheit beruht. Ein geübter Organist kann bekanntlich auch auf einer ihm unbekannten Orgel mit mehr oder weniger Klaviaturen und anderer Anordnung der Register als bei seinem gewohnten Instrument spielen. Ich habe mir das kürzlich von einem Organisten bestätigen lassen, dass das so ist. Eine Stunde der Übung reicht zur Vorbereitung eines Konzerts hin. Er interpretiert das so: Er nimmt dem Instrument mit seinem Leibe Maß, verleibt sich Richtungen und Dimensionen ein, richtet in der Orgel sich ein, wie man in einem Hause sich einrichtet. Und nach kurzer Zeit, also etwa spätestens einer Stunde etwa, hat er sozusagen seine Orgelstruktur so abgestimmt mit dem, was diese Orgel ergibt, dass er ganz selbstverständlich ohne Nachdenken, ohne Reflexion, ohne eigenes Konstatieren darauf spielen kann. Zwischen dem musikalischen Wesen des Stücks, wie es die Partitur vorzeichnet, und der wirklich um die Orgel herum erklingenden Musik stiftet sich so ein so unmittelbarer Bezug, dass der Leib des Organisten und das Instrument nur mehr Durchgangsorte dieses Bezuges sind. Partitur, erklingende Musik, dazwischen der Leib des Organisten und die Orgel, aufeinander abgestimmte Medien, Durchgangspunkte,
in denen, wenn er sich sozusagen in dieser Orgel, wenn er die Vertrautheit gewonnen hat mit der Orgel, sich in ihr eingerichtet hat. Das andere Beispiel, ganz anders, aber in der Intention ähnlich, ist der stocktastende Blinde. Also ein Blinder, der einen Stock zum Sehen benutzt. Das müsste ja nach der klassischen Vorstellung, und dahinter stehen Analysen von Descartes, so sein, dass der Stock benutzt wird als ein Instrument und dass ich ständig reflektieren müsste, wie ist das Verhältnis jetzt des Stockes zum Objekt und wie ist dann das Verhältnis des Stockes zu meiner Hand und was wird über die Nervenleitungen mir dann im Gehirn signalisiert. Merleau-Ponty will wieder zeigen, dass der Stock in diesem Fall sozusagen zu einem Teil des Körpers wird und dass die Umgehensweise mit dem Stock nicht die der Reflexion und der bewussten Durchrechnung von Daten ist, sondern die eines ganz selbstverständlichen vertrauten Umgangs. Ist der Stock zum vertrauten Instrument geworden, so weicht die Welt der Gegenstände zurück und beginnt nicht mehr an der Haut der Hand, sondern erst am Ende des Stocks. Sozusagen der Leib hat eine, also man kann sagen, die Welt ist zurückgewichen oder der Leib hat eine Extension. Dort, wo der Stock zu Ende ist, ist das Ende meines Tastvermögens. Die Gewohnheit besteht gerade nicht im Interpretieren des Drucks des Stockes auf die Hand als Zeichen einer bestimmten Stellung des Stocks und dieser als Zeichen eines äußeren Gegenstandes, da sie uns vielmehr im Gegenteil der Notwendigkeit solcher Interpretation enthebt. Der Stock ist kein Gegenstand mehr, den der Blinde wahrnehme, sondern ein Instrument, mit dem er wahrnimmt. Der Stock ist ein Anhang des Leibes, eine Erweiterung der Leibessynthese. Das zeigt zugleich, wie plastisch unser Leib ist. Er kann vielerlei Instrumente inkorporieren. Viele unserer Erfindungen können Extensionen des Leibes sein. Ja, in der Mediendebatte ist das ja heutzutage vielfach hin und her bewegt. Mindestens beim Stock, denke ich, dürfte es plausibel sein. Ja, man könnte schon die Schuhe nehmen. Wir tasten doch nicht mit der Fußspitze, wenn wir irgendeinen Stock da sehen, sondern natürlich mit der Schuhspitze drehen wir den um und reflektieren nicht lange, wie ist jetzt das Verhältnis dieser etwas schlecht geputzten Schuhspitze zu meinem empfindungsreichen Fuß. Nein, ganz selbstverständlich ist der Schuh ein Instrument, das in dem Fall aufgrund von Gewohnheiten natürlich, von Erfahrenheiten, als Teil unseres Leibes fungiert, wie ein Organ. Merleau-Ponty fasst diese Überlegungen, die zeigen wollen, dass unser Weltbezug nicht per Reflexion geht, sondern per leiblichen Vertrautseins zusammen in den Satz, der Leib ist unser Mittel, überhaupt eine Welt zu haben. Und da liegt mehr drin, als das, was ich bisher erläutert habe. Was ich bisher erläutert habe, würde lauten, der Leib ist ein Mittel oder das Mittel unseres Umgangs mit Welt. Er prinzipialisiert das Verhältnis aber, indem er sagt, der Leib ist das Mittel überhaupt, eine Welt zu haben. Also dieses überhaupt heißt in philosophischer Terminologie so etwas wie, er ist die Bedingung der Möglichkeit, eine Welt zu haben. Ohne Leib hätten wir keine Welt. Das meint er. Diese Beispiele sollten uns auf den Gedanken führen oder zur Überlegung veranlassen, ob es nicht so ist, dass all unser Weltverhalten ursprünglich leibvermittelt ist. Das ist seine These.
Er sagt dann später, der eigene Leib ist in der Welt wie das Herz im Organismus. Das ist sein Modell. So wie sich das Herz im Organismus befindet und natürlich der Motor des Organismus ist und der Organismus stirbt, wenn das Herz seine Tätigkeit einstellt, so ist der Leib, unser je eigener Leib, in der Welt als dasjenige, ohne welches es diese Welt nicht gibt. Unser Leib bildet mit der Welt, mit dem, was wir als Welt kennen, ein, natürlich, mit der Leibwelt, ein einziges System. Und jetzt gehe ich zu etwas, zu einer weiteren Analyse über die Schrauben jetzt etwas weiter anzieht. Er thematisiert, wie wir Farbe wahrnehmen. Und seine These ist, seine Generalthese ist ja, dass Wahrnehmung nur dort auftritt oder möglich ist, wo Motorik im Spiel ist. Eine Aktualisierung unseres Bewegungsvermögens oder unserer vielfältigen Bewegungsvermögen. Sehen wir zu. Er spricht von einem vegetativen und motorischen Untergrund der Farben. Um diesen Untergrund, die lebensmäßige Bedeutung der Qualitäten zutage zu bringen, kann man sich schwacher oder kurzer Reize bedienen. Also im Tachistoskop, kurzzeitige Darbietung von Farben. Und Sie kennen das, wenn das also sehr kurzzeitig ist, dann sind Sie noch nicht in der Lage zu sagen, ja, ich habe diese oder jene Farbe gesehen. Gleichwohl sagen die Probanden in solchen Fällen, es ist wie rot oder es scheint vermutlich grün zu sein. Obwohl sie grün noch nicht gesehen haben. Wie erklärt man das? Es gibt viele Vorschläge. Merlons ist der folgende. Lässt man einen Lichtreiz von einem unterschwelligen Wert aus allmählich ansteigen, so stellt sich zunächst beim Probanden die Erfahrung einer bestimmten Körperdisposition ein, also einer bestimmten Einstellung, Geneigtheit des Körpers. Und dann plötzlich kommt ein Punkt, wo die bloße Farbempfindung sich nun sozusagen ins Optische fortpflanzt. Also die bloße Farbempfindung meint die Empfindung des vegetativen und motorischen Untergrunds, wo ich den Eindruck habe, müsste wohl grün sein, aber ich sehe grün noch nicht. Aber bei intensiverer oder längerer Darbietung sehe ich dann grün. Gleichwohl habe ich grün wahrgenommen, bevor ich es gesehen habe. So lässt sich die Qualität, noch ehe sie sich als objektives Schauspiel darbietet, an einem ihrem Wesen entsprechenden Typ des Verhaltens erkennen, und eben daher gewinne ich eine Quasi-Gegenwart von Blau, sobald mein Leib die Blaueinstellung einnimmt. Lese den Rest auch noch vor. Es ist also nicht die Frage zu stellen, wie und warum Rot, Anstrengung und Gewalt oder Grün, Ruhe und Frieden zu bedeuten vermag. Vielmehr gilt es zu lernen, die Farben zu erleben, wie eben unser Leib sie erlebt, das heißt als Konkretionen von Frieden oder Gewalt. Seine Auffassung ist, dass im Falle, dass uns Grün dargeboten ist, die körperliche Disposition, in die wir geraten, eine Disposition in Richtung Frieden ist. Während im Fall der Darbietung von Rot, noch unter der Sichtbarkeitsschwelle, sich die Körperdisposition Gewalt oder Aggression entwickelt. Und er meint also, dass diese Verbindungen zwischen den Farben und solchen Prädikaten, symbolischen Werten, wie man vielleicht sagen würde, nicht einfach zufällig, nicht einfach arbiträr sind,
Es findet sich keine Aussage, ob er meint, sie sind konventionell in Bezug auf eine bestimmte Kultur oder ob bei allen Menschen es so sein müsste, dass sie Rot mit Gewalt oder Aggressivität assoziieren und Grün mit Frieden. Es könnte ja auch eine Kulturtradition sein, in der sich eben diese Auffassung der Farben herausgebildet hat. Und da wir in dieser Kulturtradition aufgewachsen sind, ist unsere Reaktion, unsere Neigung, diejenige, da sozusagen eine Empfindung in Richtung Frieden zu haben. Merleau-Ponty, um das einzufügen, ist immer wieder an verschiedenen Stellen des Werkes bemüht, die historische und kulturelle Perspektive mit der einer eher natürlichen Perspektive zu verbinden. Wir werden sehen, dass er insgesamt sich bemüht, uns zu sagen, dass wir in der Wahrnehmung einer Art natürlichem Sein der Welt begegnen. Aber dann schreckt er immer ein bisschen davor zurück, zu sagen, dies sei ein einfach hin natürliches. Dann sagt er, nun ja, so wie es im individuellen Leben den Erwerb von Gewohnheiten braucht, so gibt es auch im Gattungsleben oder im kulturellen Leben natürlich die Ausbildung von Wahrnehmungsgewohnheiten, die dann in der einen Kultur solche sein können und in einer anderen Kultur andere. Und vielleicht ist es so, dass das, was uns da als natürlich erscheint, eigentlich das Sediment von Jahrhunderten kulturellen Lernens und kultureller Prägung ist. Also er versucht die Perspektive der Natürlichkeit, die er eigentlich ansteuert, und eine Perspektive der Historizität zu verbinden, in einer Weise, ich gestehe es, die mir nicht ganz klar ist. Nun, so viel also zur Farbe, um zu illustrieren, dass er in der Thematisierung von Wahrnehmung eben auch gerne unter diese Ebene des Konstatierens eindeutig eine irgendwie olivgrüne Wand, dieses hier, zurückgeht in die Ebene einer Motorik, die noch ohne den manifesten Sinneseindruck ist, um zu zeigen, dass all unseren ausdrücklichen, feststellenden Wahrnehmungen eine motorische Neigung, eine motorische Tendenz jeweils oder motorische Aktivität jeweils zugrunde liegt. Mein Blick paart sich mit der Farbe. Meine Hand paart sich mit dem Harten und Weichen. Also im konkreten Wahrnehmen will er sagen, ist es nicht einfach ein Konstatieren. Sondern jetzt kommt diese Terminologie der Paarung und der Kommunion. Mein Blick paart sich mit der Farbe. Und in diesem Austausch zwischen Empfindungssubjekt und Sinnlichem ist keine Rede davon, dass das eine wirkte, das andere litte, das eine dem anderen seinen Sinn gäbe. Nicht? Wissenschaftlich gebildet, also verbildet laut Merleau-Ponty, wie wir sind, denken wir doch, nein, es ist doch eindeutig, die Farbe das Wirkende und wir sind die Empfangenden insofern sind wir durch die Farbe bestimmt. Merleau-Ponty sagt, ja, auf der Ebene dieser Konstruktion, worauf wir nachher noch eingehen wird, sieht das so aus. Aber im einfachen Erleben der Farbwahrnehmung stellt es sich anders dar. Da muss ich das Wahrnehmen in Termini der Paarung, der Kommunion beschreiben. Ich muss die Einstellung finden, die es ihm, dem Gegenstand, ermöglichen wird, sich zu bestimmen und zum Blau zu werden. Ich muss die Antwort auf eine schlecht formulierte, auf eine ungenau formulierte Frage finden. Und doch tue ich es nur auf seine, des Gegenstandes, Anregung hin. Nie reicht meine bloße Einstellung aus, mich wirklich blau sehen oder wirklich eine harte Oberfläche fühlen zu lassen. Das Sinnliche gibt mir nur wieder, was ich ihm leihe.
doch habe ich noch dies selbst nur von ihm. Also er meint, wenn sie so etwas wie eine Farbanmutung in diesen Experimenten bekommen, ist da ja etwas, was sie angeht und was in ihnen eine Bereitschaft aufruft, die dann durch uns ausgebaut, aktiviert wird, sozusagen, so dass wir auf das, was uns das Motiv Blau gegeben hat, mit einer gestiegenen Erwartung von Blau uns zuwenden, und das gibt dem Gegenstand die Chance, als Blau dann auch wirklich zu erscheinen. Aber wenn Sie in sich die Erwartung nur aufbauen, das können Sie versuchen, vielleicht jetzt nicht, ja, in Konzentration, stellen Sie sich mal nicht rot vor, sondern versuchen Sie sich klar zu machen, wie ist meine körperliche Disposition, wenn ich rot sehe, wenn ich intensiv im Rot ausgesetzt bin. Dann, jetzt unmetaphorisch gemeint, rot als Farbe sehe. Ich habe ja mit Glück das Beispiel vermieden, wenn ich blau bin. Wenn Sie auf diese körperliche Disposition achten, dann können Sie das feststellen, dass Sie unterschiedliche Dispositionen haben für grün, blau, gelb und so weiter. Aber natürlich, das Einnehmen der Disposition allein ruft das Blausehen nicht hervor. Also das will er sagen. Ich muss die Antwort, aber ich tue es nur auf, meine bloße Einstellung reicht nicht aus, um mich wirklich blau sehen oder wirklich eine harte Oberfläche fühlen zu lassen. Aber ich baue diese Einstellung auf, weil der Gegenstand mich motiviert. Wenn ich dann wirklich sehe, dann gibt mir das Sinnliche nur wieder, was ich ihm leihe durch meine Einstellung. Aber diese Einstellung habe ich ja selber nur aufgrund der Motivation des Gegenstandes aufgebaut. Doch habe ich noch dies selbst nur von ihm. Das sind Versuche, wie Merleau-Ponty das zu beschreiben versucht, was er uns sagen will. Dass im Wahrnehmen eine Äquivalenz zwischen Subjekt und Objekt, ganz schlecht und falsch geredet, zwischen unserer leiblichen Verfasstheit, unserem Wahrnehmungsleib und den Wahrnehmungsgegenständen bestehe. Eine Kooperation, eine Interaktion, gebraucht Termini wie Kommunikation und Kommunion. Bisher hatten wir den Terminus Paarung. Ja, jetzt kommt's, indem wir die Empfindung als Koexistenz oder Kommunion definieren. Und jetzt kommt eine implizite Wendung gegen Sartre. Wir müssen mithin die Alternative des Für sich und des An sich in Frage stellen, welche die Sinne der Welt der Gegenstände zuteilt und die Subjektivität als absolutes Nichtsein von aller leiblichen Verkörperung loslöst. Seine Phänomenologie der Wahrnehmung, schon die Struktur des Verhaltens, zielt ab, uns so etwas wie ein Verbundensein, ein ursprüngliches Kommerzium, ein Zusammengehören von leiblichem Dasein und wahrnehmungshafter Welt zu zeigen. Nicht die beiden sind getrennt und versuchen dann miteinander in Kontakt zu kommen, sondern ursprünglich sind sie miteinander verfugt und untrennbar. Und das ist Sartres Fehler, das nicht gesehen zu haben. Sartre setzt viel zu spät an, wo aus dem, was ursprünglich zusammen ist, die Zerfallsprodukte des Für sich, des abstrakten autonomen Bewusstseins und einer rein gegenständlichen Welt hervorgegangen sind. Also er will sagen, kurz die sartrische Philosophie an sich, für sich, das Sein und das Nichts, erinnern sich des letzten Males, ist etwas oberflächlich oder etwas abgeleitet. Im Ursprung herrscht Verbundensein.
dann kommt noch eine andere Art des Verbundenseins. Nicht nur die Verbundenheit Leib-Welt, sondern auch der Leib ist ein in sich verbundenes System, ein synergisches System, nicht eine Summe nebeneinander gesetzter Organe. Also die Wissenschaft trennt nicht nur Subjekt-Objekt, sondern trennt dann auch noch auf der Seite des Subjekts oder des Leibes verschiedene Organe und setzt denen ein Bewusstsein gegenüber. Der Leib ist nicht eine Summe nebeneinander gesetzter Organe, sondern ein synergisches System, dessen sämtliche Funktionen übernommen und verbunden sind in der umfassenden Bewegung des zur Weltseins, des Gerichtetseins, des Intendierens auf Welt. Das macht eigentlich die Einheit unseres Leibes aus. Das Gespanntsein, Gerichtetsein auf die Welt, Verbundensein mit der Welt, Weltbezug. Und nicht etwas, was man physiologisch feststellen könnte. Und von daher geht er dazu über, wieder Herder zu zitieren, das ist sozusagen zum Abschluss dieser Leibanalyse: Der Mensch ist ein dauerndes Sensorium commune, nur von verschiedenen Seiten berührt. Also Herders Auffassung war, dass es falsch ist, unser Sinnesleben so zu konstruieren, als sei es aufgebaut oder zusammengesetzt aus Einzelleben der einzelnen Sinne, der fünf, meinetwegen, Sinne. Sondern Herder meint, nein, wir sind ein Sinneswesen. Und immer wird dieses Sinneswesen insgesamt gerührt, wenn wir etwas wahrnehmen. Nur wird es sozusagen von verschiedenen Seiten gerührt. Mal visuell, mal taktil, mal über einen Klang, was immer. Und wenn dieses Gesamtwesen, dieses Sensorium commune, von einer Seite gerührt wird, angerührt wird, sagen wir visuell, dann ist es ganz selbstverständlich, wenn dies ein Gesamtverbund, ein synergisches System ist, dass eine visuelle Empfindung auch ein auditives Korrelat, ein akustisches Korrelat, ein Ton als Korrelat haben kann oder eine Tastempfindung, weswegen es für die Wissenschaft abstrus, aber für den Lebensweltmenschen ganz natürlich ist, den Farben auch gewisse Klangeigenschaften, gewisse Tasteigenschaften oder eben solche Prädikate wie aggressiv, aufreizend oder friedlich zuzuordnen. Merleau-Ponty betont an dieser Stelle, dass der Leib das Werkzeug allen Verstehens sei, und zwar nicht nur in Bezug auf Natürliches, sondern auch in Bezug auf Kulturgegenstände wie etwa Worte, und geht dann über zu der Aussage, dass die synästhetische Wahrnehmung, also die mehrere Sinne ansprechende Wahrnehmung, geradezu die Regel sei. Nun sehen wir das natürlich üblicherweise anders. Das liegt an der Wissenschaft. Das liegt an unserem Infiltriertsein von der Wissenschaft. Sie lachen, ich glaube, er hat recht. Es ist gar nicht so leicht, sich über manche unserer selbstverständlichsten Vorgänge begrifflich, verbal zu verständigen. Herr Inkpin lacht, weil er weiß, was mein Lieblingsbeispiel ist. George Steiner hat darauf hingewiesen, dass es doch merkwürdig ist, dass die Menschen, jedenfalls der abendländischen Kultur, bei den Bekenntnissen der Liebe, bei den Schwüren der Liebe, auch bei gewissen Formeln des Miteinanderbrechens oder in jenen glücklichen Stunden des Liebemachens, Formeln gebrauchen, Worte gebrauchen, Gesten gebrauchen, stöhnen und ächzen, so wie es in gewissen Kodizes seit der Renaissance vorgegeben ward.
Es ist merkwürdig, dass wir in diesen intimsten Vollzügen nicht unsere eigene Sprache entwickeln. Sondern wir gebrauchen ein erstaunlich weithin gesellschaftlich etabliertes Vokabular. Ich weiß, Sie wollen mir einwenden, dass heutzutage natürlich nicht mehr Petrarca, Canzoniere, das ist Steiners Beispiel, das Modell abgäbe, sondern gewisse mediale Sendungen oder Pornos oder was, was immer. Das ändert nichts an der These, dass wir nicht von uns aus sprechen, sondern sprechen im Horizont von Schemata, die wir kennengelernt und im einen Fall vielleicht Gott sei Dank, im anderen aus meiner Sicht leider übernommen haben. Wie wir über unser Wahrnehmen reden, das muss nicht einfach aus unserem Wahrnehmen genommen sein. Das kann aus ganz mächtigen kulturellen Institutionen genommen sein, die uns gesagt haben, die uns gelehrt haben, was Wahrnehmen ist und wie es geschieht. Und die Reputation der Wissenschaft, so sehr man an ihrem Recht manchmal zweifeln kann, ist doch auf der alltagskulturellen Ebene ungebrochen. Und so legen wir unser Wahrnehmen aus, weithin mit Hilfe dessen, was die Wissenschaft uns sagt. Wenn man jemanden fragt, wie er wahrnimmt, sagt er uns im Allgemeinen nicht, wie er wahrnimmt, sondern er sagt, was er gelernt hat, irgendwo in der Schule oder sonst wo über das Wahrnehmen. Merleau-Ponty: Das Wissen der Wissenschaft hat unsere Erfahrung verschoben, und wir haben zu sehen, zu hören und überhaupt zu empfinden verlernt. Vielmehr aus der Organisation unseres Körpers und der Welt, so wie die Physik sie auffasst, deduzieren wir, was wir sehen, hören und empfinden müssen. Es könnte der Fall sein, dass unsere Wahrnehmungsbeschreibungen nicht aus unserer Wahrnehmungserfahrung genommen sind, sondern aus unserem vagen Wissen um die wissenschaftliche Thematisierung von Wahrnehmung. Also so versucht er auf den Einwand zu antworten, dass er sagt, Wahrnehmung ist eigentlich synästhetisch, weil der Leib ein Sensorium commune ist oder ein zusammenhängendes System ist, während die Menschen im Allgemeinen ihr Wahrnehmen aufspalten nach verschiedenen Sphären. Gehen wir zu einem Fazit dieses Teiles über. Jede Wahrnehmung ist Kommunikation oder Kommunion, Aufnahme und Vollendung einer fremden Intention in uns, einer fremden, nicht von mir gemachten, einer vom Gegenstand kommenden, oder umgekehrt, äußere Vollendung unseres Wahrnehmungsvermögens und also gleich einer Paarung unseres Leibes mit den Dingen. Das ist seine These, dass man Wahrnehmen immer beidseitig beschreiben muss. Man kann nicht sagen, es ist einfach von uns gemacht. Es wird aber auch nicht einfach von den Gegenständen gemacht, ohne dass wir unsere Wahrnehmungsstrukturen an sie herantragen. Ja, also auf sie antworten und mit unseren Wahrnehmungsstrukturen über deren Verhältnis zu den Dingen gleich nachher noch anhand des Schemas, das Sie da sehen, Näheres zu sagen ist, antworten. Und das ist also seine These und er fasst noch einmal zusammen, dass sich das gegen die Vorurteile des objektiven Denkens richtet. Es war die beständige Funktion dieses objektiven Denkens, alle die Union des Subjekts und der Welt bezeugenden Phänomene einer Reduktion verfallen zu lassen und ihnen die klare Idee des Objekts als an sich und des Subjekts als reinen Bewusstseins zu substituieren. Also klar, die Phänomenologie sagt Commercium, die Wissenschaft sagt Getrenntheit, die Phänomenologie aber richtet sich auf das Ursprünglichere. Sie hat zunächst recht und erst auf der Basis dieses Kommerziums sind die wissenschaftlichen Analysen unseres Sinneslebens im Sinn von Einzelanalysen überhaupt möglich. Am Ende der Schrift 45, wie gesagt, zwei Jahre zuvor, war von dem Freund
Sartre, mit dem Merleau-Ponty ja auch gemeinsam im französischen Widerstand kämpfte, das große Buch Das Sein und das Nichts erschienen. Ich habe Sie vorhin schon auf eine implizite Wendung gegen Sartre aufmerksam gemacht. Am Ende des Buches kommt die explizite. Es gibt, sagt er, keine absolute Freiheit. In unentwirrbarer Konfusion, Vermischung, sind wir der Welt und den anderen beigemischt. Die Idee der Situation schließt eine absolute Freiheit im Ursprung unseres Engagements aus.